August Wittgenstein der, Kudamm 59, Starr ist ein echter Prinz. Er sieht nicht nur unverschämt gut aus, er ist auch noch ein echter Prinz. In Schauspieler August Wittgensteins Adern fließt blaues Blut. August Friedrich Prinz zu sein. Wittgenstein Belleburg, 37, so heißt der TV-Schönling mit vollem Namen. Der Sohn von Ludwig Ferdinand Prinz zu sein Wittgenstein Belleburg und Öferne Wachtmeister ab Johannes Hus, 67, ist somit also ein waschechter Prinz, ein Mann von Welt. Der 37-Jährige ist nicht nur adlig, sondern ein echter Mann von Welt. Als Sohn eines deutschen Vaters und einer schwedischen Mutter besitzt August eine doppelte Staatsbürgerschaft. Bereits im zarten Alter von 15 Jahren verließ der adlige Sprössling sein Elternhaus, um ein schwedisches Internat zu besuchen. Sein Abitur machte er in Großbritannien, worauf verschiedene Praktika in Paris folgten. In Washington DC studierte der Schauspieler Geschichte und verbrachte ein Semester in Australien. Anschließend absolvierte er seine Schauspielausbildung in New York und Los Angeles, denn dass er Schauspieler werden wollte, wusste August schon im Grundschulalter. Heute lebt der 37-Jährige in Berlin und kann aktuell in der ZDF-Filmreihe, Kudamm 59, begutachtet werden. In der Filmreihe im 50er-Jahre-Stil spielt August einen Staatsanwalt, der zwar verheiratet ist, seine Ehe ist jedoch nur eine Fassade. Denn insgeheim fühlt er sich zu Männern hingezogen. Doch auch in der Vergangenheit konnte der Kudamm-Star einige Rollen ergattern. Neben mehreren Kurzfilmen war der Schönling sogar schon in einem Hollywood-Film zu sehen. Er ergatterte eine Nebenrolle in der Romanverfilmung, Illuminati. Auch im deutschen Fernsehen ist er nicht unbekannt. Er spielte in mehreren Serien mit, unter anderem, Soko Leipzig, Soko Köln, und Soko München. Auch zukünftig wird der Prinz regelmäßig auf den deutschen Bildschirmen zu sehen sein. In der neuen RTL-Serie, Jenny, echt gerecht, spielt August den Anwalt Maximilian Mertens. Die Serie startet am 3. April.